like catching Chapo. Hallo und herzlich willkommen, ihr Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde UFC 4 hier auf meinem Kanal. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und habt bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem harten Stück Arbeit in der letzten Fight Night und bei Bedenken fast an Niederlage, an Titelverlust, versuchen wir heute unsere 10. Titelverteidigung gegen die ehemalige Ersatzfrau hinzubekommen. Schauen wir mal, ob es mir gelingen wird. So was geht heute auch. Dies Karat hat nur ein Story Mode eingebaut. So, dies Wiegen. Das waren halt nur so Charaktereigenschaften oder nach dem Kampf Interview, das gehört halt einmal dazu. Wir sehen CHQ hat das damals gehabt. Kampf der UFC Bantam-Gewichtsdamen. Also halt das Interview nach dem Kampf. Er ist schon beeindruckend, was für enorme Kickbox-Fähigkeiten sie hat. Die hat so viele großartige Kicks in ihrem Repertoire, dass es einem um jede Gegnerin Angst und Bange werden muss. Da muss man sich im Kampf wirklich auf Distanz halten. Es gibt kaum bessere Fighter als sie, was die Takedown-Defense angeht. Absolut, das macht sie immer wieder fantastisch. Da hast du als Gegnerin eigentlich kaum eine Chance durchzukommen. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, was da ihre Stärken waren. Aber ich glaube nämlich, dass sie eine würdige Ersatzgegnerin war. Das weiß ich noch. Will in diesem Fight ihren Titel verteidigen. Was die Chokes angeht, gehört sie wirklich zu den Besten in der gesamten MMA-Welt. Ja, das ist natürlich immer wieder beeindruckend, wie sie das macht. Das ist technisch einfach perfekt. Sie betritt das Oktagon, um ihren UFC-Titel im Bantamgewicht zu verteidigen. Sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahentinnen in diesem Titelkampf im Bantamgewicht an. Beim Alter kein großer Unterschied zwischen beiden. Vergleichbare Größe, aber auch eine leicht unterschiedliche Reichweite. Rose leicht unterschiedlich, Buffer. Ja. Ladies and gentlemen, 12 Zentimeter. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. When the action begins, our referee in charge of the Octagon, Dan Mergliotta. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out O2 Arena in London, England, it's time! Five rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This woman is a kickboxer, holding a professional record of 13 wins, 4 losses. She stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 134 pounds. Fighting out of Monterrey, Mexico, presenting the challenger, Dynamite. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This woman is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 24 wins, 1 loss. She stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 126 pounds, fighting out of Moscow, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Women's Bantamweight Champion of the World.
McMahon. All right, this is for the UFC Championship. I want you to do my commands at all times, protect yourself at all times. Want a nice, clean, safe fight. Touch gloves, back your corners, come out fighting. Da klatschen Sie sich ab und jetzt gehen Sie erstmal wieder in Ihre Ecken. So. Durch eine Submission konnte sie sich zuletzt die Championship holen. Also das war natürlich eine klasse Leistung. Da war sie auf den Punkt hin in Bestform. Der Kick geht auf den Block. Schöner Treffer. Ich weiß, Vorteil ausspielen. Wird sie ihre Gegnerin mit ihren klasse Jabs auf Distanz halten? Was meinst du? Ja, ich denke schon. Das ist schließlich eine super Strategie, um sich selbst keiner großen Gefahr auszusetzen. Oh, oh, da hat sie Glück, dass der Kick daneben geht. Sie gönnen sich nichts. Ja, ja, jetzt clinchen sie wieder. Schöner Leg-Kick, oder? Ja, finde ich auch. Wenn sie noch mehr davon auf dieselbe Stelle setzt, wird das ihre Gegnerin auf jeden Fall ausbremsen. Da erwischt sie ihre Gegnerin mit einem Tritt zum Kopf. Oh mein Gott, wie schafft sie es bloß hier noch zu stehen? Noch ein harter Kick, den sie am Kopf ihrer Gegnerin platziert. Also, wenn sie diese Kicks nicht unterbieten kann, wird es das ziemlich schnell gewesen sein. Ah, sie muss hier unbedingt die Deckung oben halten. Diese Kicks zum Kopf sind einfach zu gefährlich. Ach, das Knie landet am Kopf. Weg mit dir. Ja, weg mit dir. Ja, sie braucht mehr Platz. Sie geht auf Abstand. Gutes Timing hier von ihr bei diesem Treffer. Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Oh, 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 ganz starker Kick. Hier will keiner zurückstecken. Aha. Oh ja, oh ja, satter Kick zum Bein. Da ist der Körpertreffer mit dem Kick. Schöne Kombination. Mit dem Kick trifft sie ihre Gegnerin hier. Super gemacht. Ja, aber wo soll man es auch noch herzuhören? Was wird gerade weg? Das Gleiche. Starker Punch im Clinch. Guter Leckig jetzt. Oh, der nächste Schlag, der hier einsteckt. Grandiose Vorstellung von ihr. Ja, und jetzt setzt sie den Teilclinch an. Oh, ein wundervoller Wurf. Schöne Positionswechsel hier am Boden. Sehr präzise Technik. Okay, ja, dann, wenn sie es meint, dann machen wir das also. Sie geht auf den Rear Naked Choke. Wir wollten zwar einen Standing-Kampf machen, aber wenn sie meint, dann machen wir es halt so. Ja, sie versucht jetzt den Kampf mit diesem Rear Naked zu beenden. Ich wollte ihr die Möglichkeit geben, ihre Kickbox-Passes auszuprobieren. Wahnsinn, Mann, aber... Das hat sie heute Abend fantastisch gemacht. Sie hat die Submission hervorragend angesetzt und sie dann blitzsauber zu Ende. Sehen wir uns die Highlights dieser Runde jetzt nochmal an. Sie merkt, dass Toni Mauser kommt, weil ich habe die Klammer gemacht, die Nierenschere auf Deutsch gesagt. Und dann drücke ich den einen Arm an, jetzt kriegst du den nicht mehr auf. Mein rechten Arm, das Zirchenkuh. Da freut sie sich über diesen Sieg. Und ich finde völlig zu Recht. Mit einer Submission kann sie hier triumphieren. Tolle Aktion. Ladies and Gentlemen, Referee Dan Bergliotta calls a stop to this contest at 4 minutes, 53 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out. And still. Und ihren Titel sehr souverän, denke ich, erfolgreich verteidigt. Ja, Levelaufstieg. Sie kann ihren Bantam-Gewichtsgürtel behalten und sich jetzt erstmal entspannen. Ja, ich würde nicht einen Kampfabbruch sagen. Ich hätte Aufstieg können, gell? So war es jetzt nicht gewesen, aber
Aber ich möchte, okay, wenn sie Kickboxerin ist, kämpft mehr im Stand, dann brauche ich die Submission eigentlich nicht. Oho, die Nunes, möchte es nur mal wissen. Da mal dies erledigt, dann skippen wir uns hoch in die nächste Woche. Dann machen wir Mutai. Heute an deinem Timing, okay? Mit gutem Timing kannst du jeden Kampf gewinnen. Sauber! Genau so! Ja, das ist doch genau so, wie ich das sehe! So, das war's für den Teil da. Haben wir da die 13 Punkte exakt? Das ist das nächste Ziel, was ich mir setze, dass ich ein bisschen mehr zeige vom Kampfstil. Das wird es aber langweilig in der ersten Runde, wird mir Assist schon so langweilig. Dass die Gegnerinnen mir nichts zu entgegenschmeißen haben. Dann machen wir Bodenkampf. Eigentlich hätte ich nur mal Mutai machen sollen. Ah, ist ja wurscht. Lass uns heute mal an deinem Jiu-Jitsu arbeiten, okay? Gut gemacht. Du bist absolut unaufhaltbar. Weiter so, Mädel. Mach mal ein bisschen mit dies ausbauen. Du musst etwas mehr arbeiten, nicht so passiv. Zu passiv. Bewegung. Klasse, Mädel! In 30 Sekunden war's das!
Klasse, Mädel. Jetzt hol dir den Tap-Out. Lass nicht locker jetzt. Gleich hast du sie. So. Geht sie sicher nur was aus für einen Social Media Post? Jawohl. Combo. Hervorragend gearbeitet. Auch gut passt. Auch gut passt. Für die Newness müssen wir uns einfach vorbereiten. Das wird wahrscheinlich ein richtig hartes Stück Arbeit werden. Und wir haben auf Gold. Aber als Kuh ich da nicht mehr zurückgehe. Das will ich sehen. Dann müssen wir jetzt den Rest mit den Ringen und mit dem Mutai machen.
uns heute mal an deinem Jiu-Jitsu arbeiten, okay? Gute Kombo, Mädel. Weiter so. Klasse, Mädel. Komm schon, Mädel. Du musst mehr tun. Hervorragend. Absolut Hammer. Weiter so, Mädel. Schön die Position geändert. Noch 30. Nicht nachlassen jetzt, Mädel. Gleich gibt sie auf. Das hast du gut gemacht heute. Jawohl. Und eine super Submission am Ende. Weiter so. Hervorragend. Einen Golden Krieg haben wir jetzt. Und zwar wisst ihr, was ich damit meine mit Golden Krieg. Was im Thumbnail drin steht. Heute geht's ums Timing. Wann du am besten richtig drauf gehst, dann gewinnst du auch. Super! Jetzt bring's zu Ende. Super! Weiter so! Gleich kommt der Tap-Out! So muss das! Jawohl, Herr... 30! Nicht locker lassen. Das war doch nicht alles, oder? Du hast doch... Hervorragend. Ein Armbar und Metaum. Dann schauen wir mal. Setzen wir was in die Verbindungen ein. Dann ist der Hype nämlich oben. Dann haben wir da Aufnahmen, was wir glaube ich noch freischalten können. So, dann die nächste Woche um. Ich bin gerade beim Überlegen. Da haben wir jetzt 5 von 5 freigeschalten. Hm.
damals 5 vor 5 freigeschalten. Wir sind in der Hälfte drin. Mach mal eine kleine Box-Session. Vielleicht kann ich es da kontrollieren, dass man nicht aufs Übertrainierte rausgeht. Und wir haben da nur so ein. Gib alles, okay? Ich will deine härtesten Schläge sehen. Du brauchst dich nicht zurückhalten. Und los! Ja, Mädel, das war ein schöner Treffer. Ja, das ist doch genau so, wie ich das sehe. So, schauen wir mal. Hoffen nicht, dass jetzt ins Übertrainierte reinkomme. Knapp davor, da die stehe. Das passt ganz gut für die nächste Woche. Dann schauen wir uns die Hutu. Dann die Karriere. Machen wir zuerst die Gesundheit. Die Gesundheit ist jetzt voll. Beim Grappling. Den Boden, die untere Positionswechsel. Den dann mal die Takedowns. Hervorragend. Und somit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Sportsfreunde. Wolf gegen Nunes 3, haben wir schon 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. So, dass wenn es hier mit der Vera aus der UFC weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt
von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr wichtig. Bleibt mir bitte gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!